Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowrun Returns. Wir stehen gerade unser Team zusammen und ich habe beschlossen, mal einen Rigger mitzunehmen. Da hatten wir noch keinen, der hat ein paar Kampfdrohnen. Probieren wir die doch mal aus, oder? Halt, nee, du musst schon mitkommen. Jawohl, wir bestätigen das einmal und los geht's. Schaut auch übrigens bei mir auf dem Discord vorbei und danke für die ganzen Likes und so. Discord-Link findet ihr unten in der Beschreibung. Da können wir ein bisschen schnacken, wenn ihr Bock habt. Und schreiben und ja, ladet auch gerne eure Freunde ein, macht den Discord schön voll. Gut. Auf zur Bruderschaft. Es dauert beinahe eine Stunde, bis das Taxi es aus dem Elend der Redmond Barons über die Brücke zum Hafengebiet und zur universellen Bruderschaft schafft. Die Bruderschaft befindet sich in einem Ziegelsteingebäude aus der Zeit vor dem Crash, was mit einer neuen Fassade mit Neonbeleuchtung und einer enormen gläsernen Tür ausgestattet wurde. Die großen Fenster bieten einen Einblick ins Innere. Lächelnde, fröhliche Anhänger wandern in beigen Schlafanzügen und Pantoffeln umher, unter Drogen gesetzt, oder? Eine Empfangsperson steht vor der Tür und bemüht sich mit sanfter Überzeugungsarbeit, die Unglücklichen und Neugierigen dazu zu bewegen, durch die Glastüren der Bruderschaft zu treten. Pike Place Market ist um diese Zeit für gewöhnlich verlassen, doch als du aus dem Taxi steigst, schlägt der Lärm einer aufgeregten Menge dir entgegen. Jo, das passt alles. So, was ist hier los? Oh, Verzeihung. Ja, was ist denn hier? Jetzt haben sie aber alles abgesichert, hä? Ein Fan. Dieser Fan ist offensichtlich begeistert davon, in derselben Stadt wie der Rockstar zu sein. Hey, wie läuft's? Bist du wegen des Mariah Mercurial Konzerts hier? Nee, lag nur zufällig auf meinem Weg. Ja, wenn du ein paar Stunden Zeit hast, wirst du es sicher nicht bereuen. Wir haben gehört, sie sei besser als je zuvor. Ich muss es irgendwie schaffen, mir einen besseren Platz zu sichern. Okay, hier ist also ein Konzert. Die Bruderschaft ist allerdings hier um der Ecke, ne? Ja. Gepflegte Ordnungswache. Kann ich irgendwie helfen? Hübscher Bart. Arbeitest du für den Rockstar? Ja, Ma'am. Ich arbeite für Mariah Mercurial. Wie kann ich behilflich sein? Ich möchte Mariah treffen. Viele Leute wollen Mariah treffen. Haben viele Leute so viele Nuyen? Ma'am, mein Job ist es, die Silver Lady zu beschützen. Würde man mir so etwas anvertrauen, wenn es so leicht wäre, mich zu bestechen? Könnte ich irgendwie in das Konzert gelangen? Da kann ich nicht helfen. Das Konzert wurde erst vor einer Stunde bekannt gegeben, aber die Karten sind bereits ausverkauft. Tut mir leid, aber da ist nichts zu machen. Sag mal, weißt du irgendwas über die UB? Nur das, was ich im Tweet gesehen habe. Okay, ich werde mich mal umsehen. Wie du willst, Chama. Dealer, ha? Ohne einen Drogendealer wäre es kein echtes Rockkonzert. Obwohl von der Polizei weit und breit nichts zu sehen ist, hält er an seiner Rolle fest, als wäre sie Teil der Show. Psst, hey du, stehst du auf Nerbs? Wie wär's mit was Härterem? Wann beginnt die Show? Das wird noch Stunden dauern. Wir haben gerade erst mit dem Aufbau angefangen und schon wimmelt es hier von Leuten. Nicht sehr überraschend, wenn man bedenkt, dass sie von hier stammt. Ja, ich muss los. Ich brauche keine Drugs. Danke. Mist. Tja, die Hintertür ist damit wohl safe zu. Und latsch mal durch die Vordertür rein. Kennen wir nix. Wir sind ja gut ausgestattet. Kleine Schießerei hat noch niemanden geschadet.
Hey, du Schlafanzug-Jockel. Willkommen, Sister. Bist du bereit, einen besseren Morgen zu erreichen? Und wie ich das bin. Das sind wundervolle Neuigkeiten. Tritt ein und entdecke die Macht der Zugehörigkeit. Zuerst habe ich ein paar Fragen. Selbstverständlich, Sister. Tritt ein und frag nach. Kennst du Jessica Watts? Aber natürlich, Großmutter Jessica ist die Leiterin dieser Ostgruppe, der UB. Was kannst du mir über Lynn Telestrain sagen? Aber gerne. Mutter Lynn ist eine der wichtigsten Sprecherinnen unserer Gemeinde. Sie ist wahrlich eine Inspiration für uns alle. Ja, das wäre dann erstmal alles. Du hörst die sanften Klänge von Musik aus dem Inneren hervorschallen und das Geräusch vieler weicher Pantoffeln, die über glatten Boden schlürfen. Ja, rein in die Bruderschaft. Oh, Sister, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass jeder die Bruderschaft allein betreten muss. Ich brauche aber moralische Unterstützung. Um Teil einer größeren Familie werden zu können, musst du zuerst uns selbst kennenlernen. Du musst unsere Nachricht alleine lauschen, damit dein Geist frei sein kann von Ablenkung und den Fesseln dieser herzzerreißenden, bedrückenden Welt. Verstehe. Kyrie flüstert dir ins Ohr. Wir warten draußen auf dich, Cypher. Ich gehe mit den anderen ums Gebäude rum und suche nach einem anderen Eingang. Ich melde mich auf deinem Comlink, wenn ich einen finde. Ja, passt, machen wir so. Die Bruderschaft. Im Vergleich zu dem Lärm und der Energie der Menge auf der Straße scheint das Foyer der universellen Bruderschaft ein Hort der Ruhe zu sein. Die sanfte Musik, die durch den Saal hallt, wirkt wie eine Mischung aus der Beschallung eines Wellness-Hotels und eines Planetariums. So können die Hörer bei maximaler Entspannung nach den Sternen greifen. Brüder und Schwestern jeder Rasse und jedem Zweig der Metamenschheit laufen mit einem glücklichen Lächeln und leuchtenden Augen umher und grüßen einander mit einem Nicken, einer Berührung der Hände und gemurmelten Segenssprüchen. Die Frau in der Rezeption schenkt dir ein warmes Lächeln, als du das Foyer betrittst, und ihre Hand fährt wie selbstverständlich zu einem Stapel religiöser Literatur. Kannst du behalten, ich bin nur hier, um ein paar Leute umzulegen. Wenn ich dann darf. Oh, ich dachte, wir kommen dahin und werden gleich mal sektentechnisch mit Maschinenpistolen begrüßt, aber ist gar nicht so. Der Herd könnte dazu verwendet werden, Essen aufzuwärmen, etwas zu schmelzen oder sogar um ein Feuer zu legen. Der Hausmeister, ne, mit dem möchte ich jetzt erstmal nicht reden. Ich rede erstmal mit der Empfangsdame. Ich wollte nur mal hier ein bisschen. Was haben wir hier? Vater Willy Hansen. Nur eine ganz friedliche Sekte hier, ja? Schwester Sally. Schwester Nancy. Tja, wer hat nicht furchtbare Dinge in seinem Leben getan? Ist die Frage, aber braucht man dazu eine Bruderschaft? Okay. Hallo Sally. Hi, willkommen in der universellen Bruderschaft. Ich werde gleich für dich da sein. Sie dreht sich zu einer anderen vor dem Schreibtisch um. Schwester Monika, du musst vorsichtig mit deiner ID sein. Sie greift in einer Kiste auf den Boden. Hier ist eine leere Schlüsselkarte. Bring sie zusammen mit deiner ruinierten Karte. Ruinierten Karte zu Bruder Christopher. Er wird dich ins Büro lassen, damit du damit du eine neue programmieren kannst. Danke, Schwester Sally. Natürlich, die Wahrheit vereinigt uns. Entschuldige bitte, kann ich dir helfen? Ist Jessica Watts hier? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Ich sehe Großmutter Jessica nur bei besonderen Zeremonien und selbst dann nur aus der Entfernung.
Du könntest vielleicht Mutter Lynn fragen, Lynn Telestrain, wenn du sie im Auditorium finden kannst. Kann ich eine leere Schlüsselkarte haben? Ich wüsste nicht, wozu du sie brauchen würdest. Sie werden nur benutzt, um die Karten der Schwestern und Brüder zu ersetzen, die ihre eigenen Karten beschädigt haben. Wusstest du, dass vor der Tür ein Konzert von Mariah Mercurial stattfindet? Ich weiß, es ist so aufregend. Ich bin ein Riesenfan. Als ich Who Weeps for the Children zum ersten Mal gehört habe, bin ich geradezu dahingeschmolzen. Sag's nicht weiter, aber sie gibt gerade eine kleine Autogrammstunde vor der Tür. Sie kaut auf ihrer Unterlippe, merklich zwiegespalten, und trifft dann eine Entscheidung. Ich weiß ja, den Eltern wird das nicht gefallen, aber ich muss einfach ein Autogramm haben. Ich meine, es ist Mariah Mercurial. Ja, sehr gut. Meine leere Schlüsselkarte. Schwester Nancy. Schwester Wilma, wo ist dieser Bruder Christopher? Anscheinend hat das Wartungspersonal seine Ausrüstung hier liegen lassen. Sieh dir die Werkzeuge an. Sieh dir einen Hammer, ein paar Schraubenzieher und eine unübersichtliche Sammlung an Schrauben, Bolzen und Muttern. Reinigungsmittel. Du siehst einen Kanister mit der Aufschrift Kerosin und einen mit der Aufschrift Farblösungsmittel. Halte die Mitgliedskarte der universellen Bruderschaft in das Lösungsmittel. In dem Lösungsmittel schmilzt das Plastik der Mitgliedskarte gerade so weit, um zu verschleiern, dass sie unbedruckt war, aber sie dennoch als UPI-Karte zu erkennen ist. Sehr gut. Du dieser Bruder Mike? Vater Willie Hansen? Ach du Heiliger! Vater Willies fettige schwarze Haare und seine verstörenden Tattoos bilden einen perfekten Gegensatz zu der makellosen Erscheinung und der eleganten Kleidung von Lynn Telestrain. Er passt nicht wirklich zu der Rolle eines offiziellen Sprechers. Du siehst pure Bewunderung in den Augen derjenigen, die sich in seine Nähe drängen. Er muss wohl charismatischer sein, als er aussieht. Willkommen, mein Freund aus den Schatten. Ich bin erfreut, dich zu sehen. Aus den Schatten? Ich bitte dich, ich habe jahrelang in den Schatten gelebt, bis ich das Licht der UB entdeckte. Ich spüre die Ketten der Schuld und Sorge, die du dir mit jedem deiner Verbrechen auferlegst, die du für Nguyen begangen hast. Wir alle tragen unsere eigenen Ketten. Genau das habe ich mir selbst auch jahrelang eingeredet, bis das Gewicht meiner Ketten mich an den Rand der Verzweiflung brachte. Aber die universelle Bruderschaft hat mich gerettet. Auch dich kann sie retten, mein Freund. Das glaube ich auch, deswegen bin ich heute hier, um Antworten zu finden. Verlag, was dir auf dem Herzen liegt, und ich werde dir helfen, so gut es mir möglich ist. Ich suche nach Jessica Watts. Dürfte ich fragen, was du von Großmutter Jessica benötigst? Sie ist sehr beschäftigt. Es geht nur sie und mich was an. Ich verstehe. Ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Großmutter Jessica befindet sich im inneren Heiligtum und möchte nicht gestört werden. Wenn du es wünschst, könnte ich ihr mitteilen, dass du nach ihr gefragt hast. Sag ihr, dass Cypher nach ihr sucht. Sie wird wissen, worum es geht. Nun gut, ich werde ihr sagen, dass du hier gewesen bist, um ihren Rat einzuholen. Danke. Na, Bruder Mike? Es tut mir sehr leid, aber das heutige Seminar ist bereits vorbei. Vater Willy beantwortet nur noch ein paar Fragen, bevor er geht. Alles klar. Sie eigentlich schon wieder da? Nee.
Dann rede ich mal mit dem hier. Vielleicht weißt du was. Schwester Wilma. Hallo Sister, wie kann ich dir helfen? Ich habe ein paar Fragen. Meine UB-Schlüsselkarte für den Aufenthaltsbereich ist beschädigt worden. Wo kriege ich eine neue her? Schwester Brenda kann dir da sicher weiterhelfen. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, stand sie vor der Tür der Verwaltung im Beratungszentrum. Danke! Schwester Nancy. Ah, Bruder Christopher, da steht doch schon mal. Ich freue mich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche einen Ersatz für meine Schlüsselkarte. Hast du deine alte Schlüsselkarte? Ja, hier. Oh, was ist denn damit passiert? Ist im Wäschetrockner geschmolzen. Es würde dich wundern, wie oft ich das schon gehört habe. Warum trägst du keine Uniform? Ich wurde aus einer Rekrutierungszone. Ich wurde auf meiner Rekrutierungstour in den Barrens ausgeraubt. Tut mir leid, das zu hören. Ich lasse dich ins Büro, dann kannst du dich am Terminal anmelden und deine neue Karte erstellen. Schon mal einen Schritt weiter. Mit dem Piepsen erscheint Coyotes Gesicht auf dem Bildschirm deines Comlinks. Wie läuft's? Gut, ich habe einen Weg in den zutrittsbeschränkten Bereich der Bruderschaft gefunden. Jessica muss irgendwo hier sein. Hast du einen anderen Eingang gefunden? Ja, ich bin in einer Gasse eingebogen und habe eine Hintertür gefunden. Ich schicke dir die Koordinaten. Kannst du sie nicht selbst öffnen? Negativ, sie lässt sich nur von innen öffnen. Okay, bleib da, ich möchte mich noch ein bisschen umsehen. Sobald ich fertig bin, komme ich und öffne die Tür. Kein Ding, öffne die Tür einfach, sobald du drin fertig bist. Ha, so ein Mist. So ein Mist. Auf dem Bildschirm steht, für deine leere Schlüsselkarte ein, um die Maschine zu aktivieren. Ich muss mir nochmal eine holen, oder? Nee, nimm eine leere Schlüsselkarte der Bruderschaft. Der Dateneingabe beginnen. wir sind Monika Sachnow. Heilig vom Schlafsaal. Ja, da passt wahrscheinlich gar nichts jetzt, außer ich habe echt mega Glück. Ah, verflucht. Schwester Nancy. Willkommen im Beratungscenter der Universellen Bruderschaft. Wie ist dein Name? Ich heiße Cypher und du? Ich bin Schwester Nancy. Erzähl mir etwas über dich, dann kann ich dir den passenden Berater für dich finden. Ich war seit meiner Geburt ein Kind der Straße. Habt ihr vielleicht jemanden, der das auch durchgemacht hat? Ich kenne genau die richtige Person für dich. Sie hat eine ähnliche Herkunft und spricht wohl eine ähnliche Sprache wie du. Ihr würdet sicherlich ausgezeichnet miteinander auskommen, aber leider ist sie heute nicht da und meine restlichen Berater sind ausgebucht. Könntest du morgen wiederkommen? Nein. Könnte ich nicht. Mit dem Hausmeister quatschen. Hallo? Als du auf den Hausmeister zugehst, blickt dieser auf. Überrascht, dass ihn jemand bemerkt hat. Was willst du? Ich brauche Informationen. Hast du Interesse an etwas leicht verdientem Geld? Woran dachtest du denn? Bist ja leider nicht mein Typ. Du siehst hier alle möglichen. Ja, siehst hier alles Mögliche und ich möchte, dass du mir etwas darüber erzählst. Es war von Geld die Rede.
50 New Yen? Ha! Ich gehe lieber wieder an die Arbeit und verdiene mir ein richtiges Gehalt. Kannst du uns noch einmal von vor beginnen? 100 New Yen sofort und 200, wenn mir gefällt, was du sagst. Abgemacht. Okay. Zu welchem Bereich der Anlage hast du Zutritt? Ich habe nur Zutritt zum öffentlichen Bereich, in dem wir uns jetzt befinden. Dem Lagerraum, der Umkleide und der Verwaltung. Ah, schlecht. Was kannst du mir zu den Bereichen sagen, zu denen du keinen Zutritt hast? Die Brüder und Schwestern leben im sogenannten Aufenthaltsbereich. Der sollte wohl eine Küche und mehrere Schlafsäle haben. Dahinter befindet sich geschützt von der Unmenge an Sicherheitsvorkehrungen das, was die Freaks ihr inneres Heiligtum nennen. Aber das habe ich noch nie zu Gesicht bekommen. Ich muss in den Verwaltungsbereich gelangen. Ne? Ich brauche einen Zugriff auf einen Computer. Weißt du, wo ich einen finden kann? Der einzige Computer, den ich gesehen habe, befindet sich in der Verwaltung im Aufenthaltsbereich. Zutritt nur für Mitglieder. Okay. Hast du Jessica Watts heute schon gesehen? Nö. Aber das muss nicht viel heißen. Den größten Teil dieser Einrichtung bekomme ich nie zu sehen. Ich habe alles gefragt, was ich wissen wollte. Ja, vergiss, schieb einfach deinen Mob durch die Gegend. Schmilzt die Karte, um in Informationen hinwegzutäuschen. Sie ist ja doch immer noch als Schlüsselkarte der UB. Ah, okay, ich dachte, ich könnte hier ein Feuer legen. Tja, durchballern ist wohl nicht. Die Tür ist da hinten, okay. Ich würde gerne mit Lynn Telestrange sprechen. Viele fühlen sich von dem Licht Lynn Telestrains angezogen, doch sie kann nicht mit jedem sprechen. Was möchtest du von ihr? Ich suche den Emerald City Ripper und sie besitzt wertvolle Informationen. Sie wird mir helfen, die Schatten zu verlassen und ins Licht zu treten. Mutter Lynn strahlt ein Licht aus, das viele Seelen zur universellen Bruderschaft zu leiten vermag. Leider hat sie das Gebäude für etwa 15 Minuten verlassen. Einer unserer Berater könnte dir helfen, unsere Familie beizutreten. Du solltest ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Ist das alles, mein Kind? Ja, ja, danke dir. Scheiße, ich brauche hier irgendwelche Infos, Mann, damit ich da überhaupt reinkomme. Es freut mich sehr, dass ich dir helfen konnte. Dadurch, dass du zu uns gekommen bist, hast du den ersten Schritt auf eine Reise getan, die dich für immer verändern wird. Wenn wir hier noch wen, der irgendwas weiß. Was haben wir hier? Von Brüdern und Schwestern. Der Papierkorb ist gefüllt mit geschreddertem Papier. Es scheinen Briefe gewesen zu sein. Zwei der Briefe sind dem Schredder entkommen. Lies den ersten. Lieber Charles, seit Monaten versuchen wir dich zu erreichen. Mehrmals sind wir zur universellen Bruderschaft gekommen und jedes Mal wurde uns gesagt, dass wir dich nicht sehen dürfen. Da du nicht online gehen kannst, können wir nichts tun, außer die Briefe zu schicken. Doch so viele Briefe wir auch schreiben, wir erhalten keine Antwort. Wie kannst du nur die Leute vergessen, die dich aufgezogen, dich geliebt haben, Mom und Dad? Zweiter Brief. Vom Schreibtisch von Monika Sashnov. Die wollten mir ja sein. Lieber Brian, ich will dich wissen lassen, wie glücklich mich die universelle Bruderschaft gemacht hat. Doch es stimmt mich traurig, dass ich von dir nie Antwort auf meine Briefe erhalte. Ich würde dir eine Nachricht schicken, doch wie du aus meinen Briefen weißt, dürfen wir nicht online gehen. Du weißt, dass ich dich seit dem Tag, an dem du geboren wurdest, geliebt habe. Mom und Dad haben sich immer darüber lustig gemacht, dass ich deinen Namen zuerst nicht aussprechen konnte. Doch für mich ist das ein Zeichen meiner Zuneigung zu dir. Bitte schreib zurück. Liebe Schwester Monika. Ja, haben wir schon mal Infos gekriegt?
Oh, hier nochmal eine. Ich habe hier die letzte habe ich auch geschmolzen. So, was haben wir denn hier? Terminal der universellen Bruderschaft. Login Schwester Dawn Wares. Datenbank für Brüder und Schwestern des Ostverbands Seattle. Administration. Name Schwester Dawn Wares. Autoeingabe. Passwort wiederherstellen. Mein Lieblings-Frisbee-Fänger Percy. Welche Antwort? Da kann ich mir jetzt aber auch einfach durchklicken. Ja. Nala? Falsche Antwort. Kasper? Falsche Antwort. Was soll wieder herstellen? Shorty? Neue Schlüsselkarte autorisieren. Folgende Schlüsselkarte zum Druckfrage. Klick auf den Namen, um die Zeichen der UBID anzuzeigen. Okay, das muss ich mir kurz aufschreiben. S-E-A. Das mache ich jetzt alles noch in der Folge, sonst vergesse ich das wieder. 1, 3, 4, Strich, 6, 4, 7. Okay. Eine Ebene zurück. Teilnehmerprotokolle anzeigen. Kommunikationsprotokolle anzeigen. Zur übergeordneten Ebene. Okay. Ja, was haben wir hier noch? Die holographische Kartenprojektor zeigt das Logo der universellen Bruderschaft. Den Projektor aktivieren. Der Holoprojektor erwacht zum Leben und zeigt dir einen hochdetaillierten Grundriss der Einrichtung, inklusive einer Zoom-Vorrichtung, dass du dir jeden Bereich im Detail ansehen kannst. Den öffentlichen Bereich. Der Holoprojektor zoomt auf die Eingangshalle, das Auditorium und die Cafeteria des hiesigen Ortsverbandes der universellen Bruderschaft. Personalbereich.